Ja, ich heiße Reinhard Gmüdler, bin 67 Jahre alt und war bis zum 30.06. Vorstand der Energiegemeinschaft Weißacher Tal. Wohne im Weißacher Tal seit über 30 Jahren, habe zwei Kinder, vier Enkelkinder und kann mich jetzt also auch ungeachtet von Verantwortung weiterhin der Energiewende widmen. Ich bin Frank Müller, ich habe ein Planungsbüro für Haustechnik und bin seit 2008 auch Mitglied der Energiegenossenschaft Weißacher Tal und stark interessiert, die Sachen mit Photovoltaik und anderen Energiesparmaßnahmen nach vorne zu bringen. So, mein Name ist Vincent Clark, ich bin Energieberater und TÜV-geprüfter Fachberater für Photovoltaik und ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und Ja, der einfachste Weg ist, man geht zu einem Solateur, zu einem Installateur, der die Anlage baut, der berät einen auch. Man kann natürlich auch das Ganze ein bisschen intensiver angehen und vorab die Energieagentur befragen oder auch auf uns als Energiegemeinschaft zukommen. Wie gesagt, der einfachste Weg ist, man sucht sich einen geeigneten Installateur, der die Anlage aufs Dach. Am einfachsten, man wendet sich an ein paar Handwerker, muss ein paar Sachen fragen, sein Dach zur Verfügung stellen, kriegt relativ einfach Angebote. Das Angebot ist relativ schnell da, die Realisierung dauert aber meistens ein paar Monate. Eigentlich ist es ganz einfach, man sucht sich zwei, drei Photovoltaik-Fachbetriebe, die schauen dann das Dach an, nehmen das Maß auf, machen eine Belegungsskizze und erstellen dann entsprechende Angebote. Und natürlich bekommt man auch dort entsprechende Informationen, wie alles funktioniert. Und man hakt auch natürlich immer schön nach bei denen, dass man auch alles erfährt. Ja, man unterscheidet ganz grob zwischen thermischer und Photovoltaikanlagen. Das eine ist für heißes Wasser, das andere für Strom. Und dann kommt es natürlich auch nochmal auf die Ebenen an. Es gibt polykristalline und monokristalline. Heute baut man monokristalline ein. Hängt es auch von der Ausstattung ab mit Speicher. Ohne Speicher, das sind so die, oder auch, man kann auch unterscheiden, Freiflächenanlagen oder Fassadenanlagen. Es gibt eine ganze Fülle von Unterscheidungskriterien. Solaranlagen, viele reden jetzt, wenn sie von Solar reden, eigentlich nur noch von Stromanlagen. Die thermischen Anlagen werden in den letzten Jahren selten eingesetzt. Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung haben sich aber seit 20 Jahren schon bewährt. Teig gibt es natürlich Anlagen auf den Dächern, Dachanlagen, aber mittlerweile auch Fassadenanlagen, dann Balkonanlagen, also ein, zwei Module für die Steckdose und natürlich gibt es auch große Anlagen wie Freiflächenanlagen. Ja, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist. Das Autarkie klingt immer so ein bisschen nach Unwirtschaftlichkeit. Bananen züchten auf Grönland. Ich denke, angestrebt werden sollte höher. Sollte ein hoher Grad an Selbstversorgung. Und wenn es gelingt, mit der Anlage, vielleicht mit oder ohne Speicher, einen Selbstversorgungsgrad von zum Beispiel 50% zu erreichen, das schafft man in der Regel nur mit Speicher, dann ist das ein schöner Erfolg und auch sehr wirtschaftlich, weil man dann die hohen Strompreise durch die Eigenproduktion erspart. Ist in unserer Breite schwierig, weil einfach ungefähr 3-4 Monate im Jahr zu wenig Sonne da ist. Man muss eine sehr große Batterie oder eine andere Art der Speicherung machen. Lange Rede, kurzer Sinn, hier brauchen wir noch 3 bis 4 Monate im Jahr andere Energie. Schwierig, im Privathaushalt schafft man aber auch schon ohne Speicher um die 45% und mit Speicher kann man beim Haushaltsstrom 85% plus minus ein paar dazu schon schaffen, aber ganz schaffen wir es hier bei uns noch nicht. Bei mir ist eine thermische und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also ich produziere heißes Wasser und Strom und bin bei schönem Wetter wie heute. Bei mir auf dem Dach sind 20 bis 25 kW Peak. Das ist einfach so ein Wert, der man sagt, okay, damit kann ich so und so viel Strom erzeugen. Wir produzieren im Jahr ca. 20.000 Kilowattstunden Strom. Also bei mir auf dem Dach ist eine vorhandene PV-Anlage, die von meinem Wohngebäude-Vorbesitzer ist, von etwa 7 kW. Sieht man jetzt hier im Hintergrund. Und wenn ich mal auf die andere Seite, auf das Hauptdach schwenke, da sieht man vielleicht schon ein paar Haken. Da kommt jetzt in den nächsten Tagen eine 23 kW Photovoltaikanlage noch dazu für den Eigenverbrauch.
Ja, wenn Sie da meinen Aktivitätsradius ansprechen, ich bin eher ein Abwandler. Früher Vogel. Der späte Vogel. Bier. Sekt. Selten was, aber wenn, dann eher Wein. Hund. Hunde? Eigentlich beides, oder? Katze sind nur zu Besuch bei uns. Beides nicht, aber eher ein Hund als Katze.